Jo Leute, was geht, was geht, was geht ab bei meiner Chiefen Army? Damit mal, wie könnt's mir nennen? Schon wieder hier auf YouTube, ich hoffe, euch geht's gut. Ja Leute, heute geht es weiter. Eben habt ihr das Video gesehen, wie hier, was sich bei mir erst in 23 Minuten freischaltet, was ihr davon tun müsst. Heute in dem Video geht es darum, und den alten Shop. Heute mal ein bisschen länger, vielleicht auch über 10 Minuten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schauen wir mal hier rein. Oh, es geht wie was, wie immer. Dann schaut doch einfach mal in die Videobeschreibung rein, wie du mich unterstützen willst, meine sozialen Medien und wo du die Vivas kaufen kannst. Let's go. Wir haben heute einen riesen Weihnachtsshop. Alle Weihnachtsskins sind im Shop, die es jemals gab. Wir haben hier einmal. Oha. Ihr seht hier das neue Viva-System. Einmal die hier mit der Spitzhacke der Rücken, das sieht ein bisschen aus wie ein bisschen von verlutendes Gesicht. Da oben die zwei Dinge ist das Gesicht, ja, böse sieht's aus. Dann die Axt, die man auch einzeln kaufen kann, die hat die gute alte Axt. Feier ich, habe ein paar rote Skills, aber kaufe ich mir natürlich nicht. Ihr könnt die euch gerne holen. Dann haben wir hier den männlichen, hier die ist neu. Also die komplette, die vier Sachen, die sind komplett neu. Dann auch hier die Spitzhacke und hier die Rennfahrer-Skins. Grün, lila und gelb. Hier Liebestöterin. Jammer will die Weihnachten zerstören, weil die hat keine Liebe. Mit ihrem Zweitstyle. Dann haben wir hier noch die okay, eine Spitzhacke grün, lila und gelb. So wie hier auch den männlichen grün, lila und gelb. Ich dachte, das war schon. Ne, wir haben hier Zeiglo. War bei dem Event-Skin. Ihr wisst, hoffentlich könnt ihr es noch dran erinnern. Season 2, Kapitel 2, wo ja dieses Live-Event war. Und wie das die Zone verändert wurde, dann aus der normalen Zone die Wasserzone wurde. Dann haben wir hier Partyprügler. Einmal Milz. Einmal Milz und hier Dunkel. Rücken also hat drei Styles, Milz und einmal Dunkel. Dann haben wir den Depp. Schon sehr selten. Ich gucke auch natürlich gleich, wie selten die ganzen Sachen sind heute. Lass mich das gerade mal gucken. Dann haben wir hier neu. Wer ein bisschen Hunger hat, kann davon was bekommen. Für 800. Neu. Kondensstreifen für 400, da kommen Lebkuchen raus. Hier würde ich sagen, ist was Schönes. Könnt ihr euch natürlich leisten, wenn ihr wollt. Heute ist der Shop ja, wie gesagt, extrem groß. Mal gucken, wie lange der Depp nicht schon im. Der Depp war zuletzt im Shop vor 342 Tagen. Ja, also hier. Dieser Depp war vor 343 Tagen im Shop. Fingerpistole. Gucken natürlich auch. Fingerpistole. Zuletzt vor. Die Seite will nicht, die Seite will nicht, die Seite will nicht. Jetzt. Die Seite will doch. Die Seite muss erstmal mit den ganzen Sachen klarkommen, Alter. Ja, moin, die Seite muss erstmal klarkommen. Fingerpistole. Zuletzt im Shop vor 4 und. Sorry, dass mein Ding so laut ist. Zuletzt im Shop vor 446 Tagen, also schon selten 446 Tagen. Genau, vor 446 Tagen. Dann haben wir hier noch die kostenlosen Sachen, die zeige ich euch natürlich auch. Das kostenlose Mitzingemarkt könnt ihr euch gerne holen für 0 V-Bucks. Die Leute, die sie schon hatten, haben die Viewer zurückbekommen. Dann haben wir den Fishy Skin in Weihnachtsdeko. Mit der Spitzhacke Zweitstyle kann ich euch gerne zeigen. Weihnachtsfishy. Kann ich das euch gerne zeigen. Hab ich hoffentlich markiert. Nee. Ich muss noch mal gucken, wie die Spitzhacke ist, damit ich das euch zeigen kann. Fest.
kann ich sagen, einmal hier Standard und einmal hier mit Zweitstyle. Dann gehen wir weiter. So, dieser Spitzhacke ist ein bisschen groß, also die würde ich euch nicht, die würde ich schon empfehlen, aber die ist halt zu groß. Dann haben wir den Lebkuchen, Lebkuchen Renegade Raider. Das Rückenaccessoire verändert sein Aussehen und zwar wird es von böse. Wenn man einen Kill macht, lächelt das und wenn man wieder einen Kill macht, wird es wieder zu böse. Also zu lächeln, dann böse wie lächeln, also fröhlich, böse, fröhlich. Also ihr wisst, wie ich meine, von böse auf fröhlich, dann wieder von fröhlich auf böse. Also wenn man alle Kills hier macht. Dann haben wir hier den, den Lebkuchenmann. Markis Main Skin von Marki. Den Rücken hat zwar da die weibliche, der hat natürlich auch ein paar Styles. Standard lächeln, dann verbrannt und verbrannt in glücklich. Dann haben wir die Frau, Standard. Traurig oder böse, verbrannte Lächeln und verbrannte böse. Dann haben wir hier Hängegleiter und hier Plätzchenform. Dann haben wir hier Mist Elfen oder die Mist Elfen. Ja, dann haben wir hier rotnasige Räuberin, dazu die Lackierung für 300. Dann haben wir hier den männlichen, den hier Skin mit der Socke auf dem Kopf. Die ganzen Skins, also ihr seht, es wird heute noch extrem langes Shop-Video. Länger als sonst immer, Camo-Muster. Wenn ich mich für einen Skin entscheiden müsste, dann hätte ich wohl den genommen. Die Lackierung für 300 und hier das Rückenaccessoire für 200. Also ihr seht, es geht noch weit nach unten. Dann haben wir das im Auge von gestern neu drin. Zuletzt schon vor einem Tag. Hier Partykracher. Hat ihr bestimmt auch oft in meinen Streams gesehen. Klingeln. Diesen Emote. Das ist richtig fröhlich. Dann haben wir hier die Lackierung. Es gibt schon so eine ähnliche, deswegen feiere ich die nicht so. Hä? Also ihr könnt das schlecht sehen. Es gibt schon eine ähnliche, deswegen. Dieser Elch, der auch ein bisschen aktiv ist, der ein bisschen lauter von sich geht. Dann haben wir hier die Spitzhacke. Den Hängegleiter, Standard-Hängegleiter, nur mit anderen Mustern drauf. Den Skin, ja. Finde ich cool, aber der leuchtet halt in der Nacht, das sieht man, steht da halt nicht. Entspannter Trinity. Wie viele Reihen habe ich denn noch? 1, 2, 3, 4, 5. Da beeile ich mich mal. Dann haben wir den Eisbär. Also ihr merkt alle Schnees, Weihnachtsskins in dem Shop. Zwergskin, Schweizstyle. Schneemann. Die Spitzhacke ist auch verschwitzt. Dann haben wir Zuckerhacke. Und Weihnachtsstreifen und ausgepackt. Hey, da ist überhaupt gar nichts. Verarscht. Ihr merkt heute eine Länge, sehr, sehr lange Shop. Wie du. Passt zu dem Milz oder zu der Milchspitzhacke. Ja, die feiere ich nicht so. Dann haben wir hier Schneekopf mit Minz. Halt in Minzfarbe. Auch hier mit Farbe. Haben wir die Spitzhacke. Haben wir diesen Skin. Haben wir hier Weihnachtsbraten. Und den Feuerhydrant. Würde sehr gut zum Skin passen. Und den Mobser mit drei Styles. Haben wir die Schneekönigin. Die da. Hängengleiter. Finde ich zu groß. Die Spitzhacke,
Vor allem mit den Eisbär. Die finde ich zu breit. Die gefrorenen Frische, Fische. Den Weihnachtsdrupper. Habe ich früher gefeiert, aber jetzt nicht mehr. Hohlackierung in Rot. Und hier die Spitzhacke. Das war schon gleich. Die anderen Sachen habe ich ja auch schon gezeigt. Hier ist auch. Das heißt, nur noch die zwei Sachen. Dann nehmen wir hier den. Kein Zweitstyle. Natürlich den Hängegleiter. Und noch zum Gut. Die Spitzhacke. Die Zuckerfee mit den Flügeln. Und die Schneegestöber. Kann ich euch echt empfehlen, dass sie sehr gut spielen. Da fahre ich nur den Zweitstyle. Das ist einfach so ein Just for Fun Skin. Einfach so ein lustiger Skin. Oh, Homo angesehen. Dann haben wir dazu noch den von dem Skin den Hängegleiter, Standard-Hängegleiter und die Spitzhacke. Einmal mit Gesicht und einmal ohne Gesicht. Dann komme ich jetzt auch schon zum letzten Teil. Glühwein-Agentin und hier den männlichen. Da würde ich euch lieber die weibliche empfehlen. Kuschelig als Hängegleiter kann ich euch empfehlen. Wäre doch nicht nötig gewesen, mich zu abonnieren oder die Glocke aktivieren. Auf alle Benachrichtigungen und zu liken. Es wäre doch nicht nötig gewesen, dass ihr das macht. Aber er macht es ja schon automatisch. Oberknacker mit Blau, Gold, Rosa und neu dieser Farbe. Vogel hat ja nur zwei Stile. Dann haben wir die weibliche Variante mit der dem Rücken, das war. Wundert euch nicht, das Video ist irgendwie nett, der jetzt schlecht von der Qualität, sondern das ist das Emote. Und zu guter Letzt haben wir hier Schneekugel. Gut. Die ganzen anderen Sachen habe ich euch gezeigt. Könnt gerne nochmal zurückspulen, wenn ihr die anderen Sachen auch noch sehen wollt. Und dann hätte ich gesagt, lasst sehr gerne ein Like und Abo da, falls ihr neu da seid. Das würde mich sehr, sehr freuen. Gerne könnt ihr auch das Prop-Video Kommentar da lassen und Creator Code verwenden, wenn ihr noch nicht gemacht habt, dann hätte ich gesagt, tschüss, Videos gehen da rein.